Zwischen der Anschlussstelle Nord und dem Brunnthal-Dreieck stehen der Verkehr wegen eines Unfalls auf Höhe der Auffahrt Ottobrunn. Im weiteren Verlauf der Autobahn München-Salzburg mit Fahrtrichtung Salzburg dichtes Verkehrsaufkommen bis zum Inntal-Dreieck. Am Irschenberg hat sich auf einer Länge von 10 Kilometern ein Stau gebildet. Diese Narren! Wir machen weiter in unserer Sendung mit Vorweihnachten. Der einzige freie Tag im Jahr. Stundenlang in ihre gestingerten Blechkisten auf derer scheiß Autobahn. Nicht für viel Geld dat ich auf Weihnachten fortfahren. Am 24. werde in der Früh um 10 Uhr zugesperrt. Dann muss er Ruhe sein. Na, mindestens. Wenn wir um 6 Uhr wieder aufmachen. Wir müssen alles vorbereiten, nicht? Und dekorieren. Den würde ich das sehen, ich werde das keine kleine Feier. Was für eine Feier? Na, unsere Weihnachtsfeier. Vor ein paar Wochen haben wir doch drüber geredet, dass wir an Weihnachten unser Viertel zur Feier einladen, was uns so geholfen haben. Im Einstand. Na, an Weihnachten, na, da möchte ich mehr Ruhe haben. Da setzen wir uns alle schick gemütlich zusammen. Außerdem ist ja auch die Gerti da und der Hans ist auch da. Da gehe ich doch nicht in die Wirtschaft rein. Ja, und die anderen? Geh, das glaubst du selber nicht. Dass einer von denen unbedingt bei mir in der Wirtschaft Weihnachten feiern will. Hast du wieder gerechnet, gell? Na, diesmal hat das mit Geld überhaupt nichts zu tun. Wir bleiben daheim und du kommst zu uns. Wenn du das noch 50 Mal spielst, ich fahr nicht mit nach Garmisch. Solo, das ist das Dümmste mit Abstand, was ich seit langem von dir gehört habe. Das passt nicht zu deinem Image und das passt auch nicht zu deinem Charakter. Dumm sagst du. Dumm war lediglich, was wir zwei letztes Jahr miteinander gemacht haben auf Weihnachten. Nach Kitzbühel fahren zum Weiber aufreißen am heiligen Abend. Wo nicht einmal das Casino offen war. Das war wenigstens unser Stil. Komm mit, ich kann nicht mehr. Sag du einem, wie du was. Ich kenne ihn bloß als Solo. Eben. Und jetzt fliegt dieser Affe auf die Kanarischen Inseln. Zu zweit im Duo, als Solo. Mit einer geschiedenen Sachbearbeiterin vom Katasteramt. Albe noch besser, als wir am heiligen Abend nach Garmisch fahren zum Weib aufreißen. Oder? Kommt drauf an, was also eine Sachbearbeiterin zu bieten hat. Zwei Flugtickets, 14 Tage Vollpension in einem Hotel in Maspalomas oder so ähnlich. 14. Vollpension? Hast du das gehört? Mhm. So viel zum James Dean vom Schlachthof. Also irgendwie ist der Solo nicht mehr das, was er mal war. Findest du nicht? Weihnachten in Garmisch, Komet. Weißt du, was das heißt? Chefsekretärinnen, geschiedene Frauen, verzweifelte Frauen, keine über 35. Diese Dankbarkeit. Was meinst du, was da los ist, wenn zwei so Desperados wie der Solo und ich mit einem Gefühl fürs Böse, der Solo und ich, da reinbrechen? An Weihnachten, an dem Fest der Verzweiflung. Ich sag das, da können wir uns vor Adoptionsangeboten überhaupt nicht mehr retten. Und abends um 10 Uhr raus aus der Sauna, von vorher rede ich nicht, und rein ins Spielcasino. Und wann ist die Premiere von dem Stück, was du da jetzt erzählst? Das ist kein Stück, Komet. Das ist das Leben. Aber dieser Aff, der muss auf die Kanarischen Inseln fliegen. Wirklich. Image beim Teufel. Keine Aussicht auf Alternative. Doch. Weihnachten im Kreis der Familie. Originalton von der Paula. Was? Aber ihr wollt jetzt doch eine Feier machen, oder? Das haben wir auch gedacht, bis vor 5 Minuten. Aber da muss mir was einfallen. So wie voriges Jahr mache ich das nicht mehr mit. War's denn so schlimm letztes Jahr? Noch viel schlimmer. Servus. Servus. Stellt euch einmal das vor. Ich mit der Paula allein
in der alten Wohnung. Der Christbaum brennt. Wachs tropft auf die mit dem schwarzen Bantel verzierte Fotografie von eurem Papa. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich Zeit habe, gell? Ich muss wahrscheinlich arbeiten. Nix da, ich brauch euch. Weihnachten wird gefeiert und zwar hier in dem Saal, das sind wir unserem Viertel schuldig. Und von mir aus ohne die Paula. Und ihr helft alle mit. Es wird alles durchorganisiert. Ohne richtige Strategie kein richtiges Weihnachten. Die Sache ist doch ziemlich einfach. Wenn zwei am Christbaum rumhocken, sind sie trotzdem allein. Wenn aber 20 die allein sind, um den Baum rumhocken. Du bist 20 gut für die Leute allein. Ziemlich lange her schon. Nicht? Und gefeiert wird nicht in einem Raum, der voller Erinnerungen ist, sondern hier in einem Raum, der praktisch voller Platz ist, oder? Ja, genau. Das wolltest du sagen, glaube ich. Du geh jetzt. Also, der Hanse ist für die Dekoration und für die musikalischen Sachen verantwortlich. Und der Rest, der werkelt in der Küche rum. Unter deiner Aufsicht, Gerti. Und ich bin der Oberkellner. Und was servierst? Ja, was du kochst. Wer war denn von uns in der Hotelfachschule? Ich nicht. Das muss aber was ganz Besonderes sein. Ein Pfundsmenü, verstehst? Vielleicht ein Waller, blau. Und vorher Hirnsuppen, nicht? Und fröhliche Weihnachten. Eben, das trifft's. Wortwörtlich. Ich hab fest mit dir gerechnet, Nagel. Du hast für mich eine sichere Bank. Das ist Tessin, Komet, das hab ich dir doch erzählt. Eine Überführung auf dieser Entfernung und dazu noch erster Klasse. So, was ist lukrativer für mich? Tessin ist also der letzte Wort. Ja, für mich und für meine Kundschaft existieren keine Grenzen und keine Feiertage. Zenta, hier ist der Komet. Du sag mal, was machst denn du Weihnachten? Hä? Jeden heiligen Abend fährst du zu deiner Tochter. Und jeden heiligen Abend hast du einen Streit mit deinem Schwiegersohn. Na ja, fahr nur. Wir feiern. Wo? Ja, hier in der Freiheit. Ich wollte dich heute halt einladen, nicht? Aber fahr ruhig. Scheiße. Grutze, Dirken. Man möchte glauben, am 24. kommt nicht das Grüßkind, sondern der Gerichtsvollzieher. Jeder haut in eine andere Richtung ab. Geh, was riechst du denn auf? Wir persönlich war Allerheiligen allerweil schon lieber. So, jetzt kommt Radl auch nicht drauf. Du, die Anne brauchst gar nicht anrufen. Die war noch jedes Jahr über Weihnachten verschwunden. Die feiert Weihnachten in Ländern, wo es kein Weihnachten mehr gibt. Bei den Chinesen da unten oder bei den Türken, ich weiß nicht wo. Du möchtest ja gar keiner. Zur Freiheit. Was? Ach so, ja, Moment, bitteschön. Da, für dich. Nagel? Ja, selbstverständlich, Schwester Tettlach. Komm ich sofort. Die neurochirurgische Klinik, eine gute Kundschaft von mir, hohe Mortalitätsquote. Ja, Schwester Tettler, grüße an Herrn Professor. Weihnachten habe ich nicht vergessen. Bis dann. Das hätte ich nicht gleich sagen können. Den hätten sie gar nicht operieren brauchen. Ein Gehirnschlag gestern Abend beim Fingerhageln. Ein Prügelmannsbett, 28 Jahre alt. Und ein passionierter Gewichtheber. Und dann, bum, bum, bum und aus. Wieso? Haben sie den erschossen? Ich hab's dir doch gesagt. Ein Gehirnschlag war's. Ach so, doin, doin, doin. Es ist frappierend, wenn unser eins alles überlebt. Vierte Nagel. Six, so hat er ausgeschaut, Komet. Was? Grüß dich, Sepp. Grüß dich. Du, kann ich bei dir mal telefonieren? Was denn da? Warst du gerade beim Rotzeitmann? Ja, geh schon mal eine halbe ein. Ist seit 4 Wochen. Und ich bin mit den Kindern allein. Mit wem? Ja, mit meinen Kindern. Du sag einmal, was machst denn du Weihnachten? Meinst du, dass wieder zurückkommt bis Weihnachten? Das ist mir jetzt auch schon wurscht.
Dann kommst du am Heiligen Abend zu uns. Ja, und meine Kinder? Kinder? Das ist das Einzige, was ich bis jetzt übersehen habe. Ja, Weihnachten ohne kleine Kinder, du. Ja, das ist ja wie ein Wirtsgarten ohne Kastanienbaum, du. Für eine Wiesen ohne Wiesenwetter. Weißt du, das gibt ein wunderbares Essen. Du kannst ein bisschen in der Küche mithelfen. Weißt du, Herbert, ich glaube, dass wir in dem Viertel eine spezielle Familie sind. Und zwar eine, die mehr aushält, wie jede beim Standesamt registrierte. Schau, Frau läuft weg, Kinder ziehen weg. Du selber wärst alt und marot. Aber dieses Viertel, unser Viertel, das bleibt. Und gibt dir immer das Bewusstsein, dass du nicht allein bist. Nicht einmal an Weihnachten. Wer kommt denn dann von unserer Familie? Einen ganzen Haufen kommen. Na ja, der Paragrafenfritze hat bis jetzt zugesagt. Na, vielleicht grabst du einen aus. Wer zwischen der Thalkirchen und der Lindwürnstraße wohnt, der ist ja automatisch eingeladen. Bloß haben wir ja genug, weil über Feiertag ja viele wegfahren. Ja, und wann soll ich dann kommen mit meinen Kindern? Ja, sagen wir um 5 Uhr rum, nicht? Und bringt ruhig eure Geschenke mit, die legen wir dann auf den Tisch. Aber einen Namen draufschreiben, dass es keine Verwechslung gibt. Weißt, das kommen nämlich noch einige. Mehrere, nicht? Weißt schon. Schaut euch diese Prachtexemplare an. Ich hab gar nicht gewusst, dass es bei uns denn sowas gibt. Was ist denn mit der Hirnsuppe? Klarer Fall. Ich hab gar nicht gewusst, dass du auch noch was anderes kannst als gerichtsmäßig der Herrin Fritze. Für mich ist das ganze Leben ein einziger Prozess, den man nicht gewinnen kann. Also muss man auf einen möglichst vorteilhaften Vergleich hinarbeiten. Was hat das mit dem Kocher zu tun? Schau, das Kälbchen zum Beispiel. Es ist für mich im Moment der Grundzeuge der Gegenpartei. Wie geht man vor? Zunächst entferne ich die unsichtbare Hülle aus persönlichen Ressentiments, gewollten Gedächtnislücken und armseligen Schutzbehauptungen. Und wenn das Ganze dann dermaßen demoralisiert vor mir liegt, sind auf jedem Gebiet dieselben. Also der Baum steht. Zwei die Kugeln. Ne? Wie schön man kennen hat sie. Komm, Mensch. Also irgendwie kriegt mein Bruder immer den bequemsten Posten. Ja, so hast denn du keine Arbeit? Wieso? Wenn eh niemand kommt. Bis jetzt sind wir vier. Die Mutter wirst du wohl noch dazu rechnen. Ich weiß, ob die überhaupt kommt. Die kommt. Das Fest findet statt, aber wenn es nicht kommt. Und selbst wenn es kam, dann waren wir zu fünft. Das macht für jeden genau einen Waller. Der Herbert kommt und der bringt drei Kinder mit. Ich glaube, ich schaue mal, wo der Hansi den Baum hingestellt hat. Herbert. Grüß euch, Kinder. Grüß dich, Sepp. Hoffentlich kommen wir nicht spät. Könnt ihr schon nicht mehr erwarten, ja, was ist denn? Ja, was hab ich denn gesagt, daheim, ihr Stoffin, hä? Frohe Weihnachten, sollst du. Sag's es selber. Möchtest gerne einen Grüß beim Herrichten, hä? Dann geht's raus zum Hansel und helft's am Lametta auf da. Aber legt eure Backel in den Gaststum auf den Tisch. Sepp, hm? Nicht einmal heute hat's angerufen. Ach so, du meinst, Herbert, vergiss für ein paar Stunden deine Kalamitäten. Nur keine Depressionen am Heiligen Abend, haben wir geschworen. Pass auf, du, wir machen uns jetzt einen Punsch, von dem noch Generationen reden werden. Für die Paulus-Regiment in der Küche. Die holen wir erst, wenn alles fertig ist. Ja, schon wieder jemand. Ja, wie viel werden sie nachher im ganzen Set? Na ja, zugesagt haben nicht viel, aber wissen das ja jeder. Da nicht mehr scherzen mit. Hm?
Der Arne, ich denke, du bist nach Dings gefahren. Das ist nur lang kein Grund, dass ich nicht zu deiner Weihnachtsfeier komme. Na ja. Du nicht, der Solo. Solo, komm rein. Sonst erfriert er uns noch. Der Solo, du bist nicht geflogen? Geflogen ist er schon. Aber aus der Wohnung von seiner Sachbearbeiterin. Man muss einen Menschen halt erst besser kennenlernen, bevor man mit ihm einen gemeinsamen Urlaub plant. Hättest du mir das Weib vorgestellt, hätte er da auf den Schlag sagen können, was das für ein Kaliber ist. Du? Ja, ich. Geh, komm mit. Nicht er hätte sie, sondern sie hätte ihn besser kennenlernen sollen. Dann hätte es einem Solo nicht 2500 im Bar geben, damit er ins Reisebüro geht und die Unterlagen holt. Au. Natürlich hat er auf dem Weg einen getroffen, der ihm erzählt hat, wie wahnsinnig billig auf die Kanarischen Inseln Lederjacken sind. Und da hat er die 2 Mille vermehren müssen. Logisch, dass die arme Frau jetzt mit einem Nervenzusammenbruch im Bett liegt. Ja, logisch. Logisch ist nur, dass mir Geld, das vom Kadasteramtstand kein Glück bringen kann. Frohe Weihnachten zuerst einmal. Also viel. Hast du heute einen Hut an? Hä, Seppi? Du geh. Ja. Ich will für auch noch neu, gell? Jahrzehnter! Ich denk, du bist zu deiner Tochter noch mal draußen. Nachdem der Schwiegersohn zum dritten Mal gefragt hat, wie viel ich jetzt zu einem Reihenhaus dazuzahlen möchte, da bin ich abgehauen. Das war ein kostspieliges Weihnachten geworden. Das darfst du mir glauben. Grüß euch. Jetzt geht's einmal, ne? Geh weiter. Seppi. Komm. Und ich fahr trotzdem nicht mit nach Garmisch, wenn die Spielbahn nicht aufmacht. Hab ich nicht bestellt? 50 Stück sind's. Wo ist das nachzählen? Aber wenn ich's euch sag, ich hab's nicht bestellt! Aber ich. Der hat das in den Keller, hab ich. Bist du also da noch gekommen? Nachdem wir die ganze Arbeit gemacht haben? Hä? Na, Freilich, das siehst du ja. Sei froh, dass ich das noch für dich organisiert hab. Das Ganze. In der Küche rotieren sie wie in einem Hexenkessel. Dabei geht alles aus. Da ist schon der Nächste. Nix da, wir sind geschlossen, die Gesellschaft. Kommen wir nach dem Feiertag wieder. Wir haben zu. Gemeiner Sepp, ich bin's. Also bei dem können wir nicht nachsagen. Okay, der kauft doch irgendwo im Tessin umeinander. Jetzt machen wir einen Punkt. Wenn du nicht aufmachst, mach sie. Einen Nagel müssen wir uns warm halten. Frohes Fest. Frohes Fest. Wie läuft's? Am Ort Stimmung. Ist dein Klient im gesündesten Klima wieder lebendig geworden? Oder ist dein Geschäft gestorben? Mein Geschäft stirbt erst dann, wenn niemand mehr stirbt. Also nie. Ich freue mich jedenfalls, dass du gekommen bist. Geh mal dabei da rein. Kennt ihr nicht nach? Ach, du freust dich. Verstehst du dich immer noch nicht? Die Männer, die sind eingeladen. Eingeladen! Wer in diesem Hause isst oder trinkt, muss zahlen. Das ist ein Naturgesetz, das ist ganz normal. Ja, und von wem soll ich was verlangen? Und wie viel? Denn ich habe doch ein Mordsmenü versprochen. Ich hab sie eingeladen. Außerdem weiß ich gar nicht mehr, wen ich eingeladen habe oder nicht. Das ist eigentlich dein Problem. Aber Gott, mir fällt schon was ein. Ich halte jetzt eine Rede, und dann wirst du das schon sehen. Ja, und ich bin der Planierte. Ja, freilich. Aber alle noch besser wie alles zahlen, gell? Ruhe! Marmari! Liebe Freunde, Leute aus unserem Viertel, heute ist Weihnachten, heiliger Abend.
Und an dem Tag, der was ganz besonders ist, wollten wir auch was Besonderes für euch machen. Eine Feier. Zum Dankeschön sagen für alles, was ihr für uns da habt in der letzten Zeit. Doch, doch, doch. Ich weiß jetzt erst, was ich an euch hab. Der Sepp, der Komet, sagt alleweil, dass wir hier ein ganz besonderes Viertel sind. Ein Dorf im Millionendorf. Ein Dorf, wo es noch ein Gefühl gibt für die Gemeinschaft. Und dass das wirklich so ist. Das habe ich jetzt gesehen. Wir brauchen da kein Garmisch und kein Kitzbühel, kein Berg und kein Schnee, kein Hawaii und kein Ibiza, kein Sonne und kein Meer. Uns gelangt's, wenn wir unser Viertel haben. Uns gelangt's, wenn wir uns haben. Und das muss uns und vor allem auch euch was wert sein. Der Sepp, der Komet, hat euch ein solches Riesenessen besorgt. Hat alles so schön hergerichtet, so schön gemacht. Jetzt denkt's da auch einmal dran. So eine Gemeinschaft, das sind viele, aber das ist auch jeder Einzelne. Ihr seid heute alle eingeladen. Bei Weihnachten ist. Aber bei alles, was kostet. Und jeder von uns kann doch am besten unterscheiden, was eine gute und was eine schlechte Kur ist. Macht's heute einmal selber euren Preis. Zahlt's, was euch wert ist und was zahlen könnt's. Da brauchen wir gar nicht mehr lang reden. Ich kann mich doch verlassen auf euch, oder? Also, in diesem Sinne, fröhliche Weihnachten! Paula, oh Paula, wir fangen jeden Tag von vorn an. Das Einzige, was zählt auf der Welt, ist ein Geld. Für meine Kundschaft existieren keine Grenzen und keine Feiertage. Zeta, hier ist der Komet. Du sag mal, was machst denn du Weihnachten? Hä? Jeden heiligen Abend fährst du zu deiner Tochter. Und jeden heiligen Abend hast du einen Streit mit deinem Schwiegersohn. Na ja, fahr nur. Wir feiern. Wo? Ja, hier in der Freiheit. Ich wollte dich heute halt einladen, nicht? Aber fahr ruhig. Scheiße. Grüezi, Dirken. Man möchte glauben, am 24. kommt nicht das Grüßkindl, sondern der Gerichtsvollzieher. Jeder haut in eine andere Richtung ab. Geh, was riechst du denn auf? Mir persönlich war Allerheiligen allerweil schon lieber. So, jetzt kommt der Radl auch nicht dran. Du, die Anne brauchst gar nicht anrufen. Die war noch jedes Jahr über Weihnachten verschwunden. Die feiert Weihnachten in Ländern, wo es kein Weihnachten nicht gibt. Bei den Chinesen da unten oder bei den Türken, ich weiß nicht wo. Und jetzt sogar keiner. Zur Freiheit. Was? Ach so, ja, Moment, bitteschön. Da, für dich. Hagel? Ja, selbstverständlich, Schwester Tettlach. Komm mir sofort. Die neurochirurgische Klinik.
Gute Kundschaft von mir. Hohe Mortalitätsquote. Ja, Schwester Thekla, grüße an Herrn Professor. Weihnachten habe ich nicht vergessen. Bis dann. Das hätte ich denen gleich sagen können. Den hätten sie gar nicht operieren brauchen. Ein Gehirnschlag gestern Abend beim Fingerhageln. Ein Prügelmannsbett. 28 Jahre alt. Und ein passionierter Gewichtheber. Und dann bum, bum, bum und aus. Ich mit der Paula allein in der alten Wohnung. Der Christbaum brennt. Wachs tropft auf die mit dem schwarzen Bantel verzierte Fotografie von eurem Papa. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich Zeit habe. Ich muss wahrscheinlich arbeiten. Nix da, ich brauche euch. Weihnachten wird gefeiert und zwar hier in dem Saal. Das sind wir unserem Viertel schuldig. Und von mir aus ohne die Paula. Und ihr helft alle mit. Es wird alles durchorganisiert. Ohne richtige Strategie kein richtiges Weihnachten. Die Sache ist doch ziemlich einfach. Wenn zwei am Christbaum rumhocken, sind sie trotzdem allein. Wenn aber 20 die allein sind, um den Baum rumhocken. Du bist 20 wutfremde Leute allein. 10 lange auch schon. Nicht? Und gefeiert wird nicht in einem Raum, der voller Erinnerungen ist, sondern hier in einem Raum, der praktisch voller Platz ist, oder? Ja, genau. Das wolltest du sagen, glaube ich. Ja, du geh jetzt. Also, der Hanse ist für die Dekoration und für die musikalischen Sachen verantwortlich. Und der Rest, der werkelt in der Küche rum, unter deiner Aufsicht, Gerti. Und ich bin der Oberkellner. Und was servierst? Ja, was du kochst. Wer war denn von uns in der Hotelfachschule? Ich nicht. Das muss aber was ganz Besonderes sein. Ein Pfundsmenü, verstehst? Vielleicht ein Waller, blau, und vorher Hirnsuppen, nicht? Und, fröhliche Weihnachten. Eben, das trifft's. Wortwörtlich. Ich hab fest mit dir gerechnet, Nagel. Du hast für mich eine sichere Bank. Wir sind's Tessin, komm, das hab ich dir doch erzählt. Eine Überführung auf dieser Entfernung und dazu noch erster Klasse. So was ist lukrativer für mich. Tessin ist also der letzte Wort. Ja. Mein Stand. Na, an Weihnachten, na, da möchte ich mehr Ruhe haben. Da setzen wir uns alle schickmütlich zusammen. Außerdem ist ja auch die Gerti da und der Hans ist auch da. Da gehe ich doch nicht in die Wirtschaft rein. Ja, und die anderen? Geh, das glaubst du selber nicht. Dass einer von denen unbedingt bei mir in der Wirtschaft Weihnachten feiern will. Hast wieder gerechnet, gell? Na, diesmal hat das mit Geld überhaupt nichts zu tun. Wir bleiben daheim und du kommst zu uns. Wenn du das noch 50 Mal spielst, ich fahr nicht mit nach Garmisch. Solo, das ist das Dümmste mit Abstand, was ich seit langem von dir gehört habe. Das passt nicht zu deinem Image und das passt auch nicht zu deinem Charakter. Dumm sagst du. Dumm war lediglich, was wir zwei letztes Jahr miteinander gemacht haben auf Weihnachten. Nach Kitzbühel fahren zum Weiber aufreißen am heiligen Abend. Wo nicht einmal das Casino offen war. Das war wenigstens unser Stil. Komm mit, ich kann nicht mehr. Sag du einem, wie du auch weißt. Ich kenne ihn bloß als Solo. Eben. Und jetzt fliegt dieser Aff auf die Kanarischen Inseln. Zu zweit im Duo, als Solo. Mit einer geschiedenen Sachbearbeiterin vom Katasteramt. Ich bin noch besser, als wir am heiligen Abend nach Garmisch fahren zum Weiber aufreißen. Oder? Kommt drauf an, was so eine Sachbearbeiterin. Thank you.
Zwischen der Anschlussstelle Nord und dem Brunnthal-Dreieck stehen der Verkehr wegen eines Unfalls auf Höhe der Auffahrt Ottobrunn. Im weiteren Verlauf der Autobahn München-Salzburg mit Fahrtrichtung Salzburg dichtes Verkehrsaufkommen bis zum Inntal-Dreieck. Am Irschenberg hat sich auf einer Länge von 10 Kilometern ein Stau gebildet. Diese Narren! Wir machen weiter in unserer Sendung mit Vorwahl. Der einzige freie Tag im Jahr. Stundenlang in ihre gestinkerten Blechkisten auf der scheiß Autobahn. Nicht für viel Geld darf ich auf Weihnachten fortfahren. Am 24. werde in der Früh um 10 Uhr zugesperrt. Dann muss er Ruhe sein. Ja, mindestens. Wenn wir um 6 Uhr wieder aufmachen. Wir müssen alles vorbereiten, nicht? Und dekorieren. Den würde ich sehen, ich werde das keine kleine Feier. Was für eine Feier? Na, unsere Weihnachtsfeier. Vor ein paar Wochen haben wir doch drüber geredet, dass wir an Weihnachten unser Viertel zur Feier einladen. Was uns so geholfen haben. Eben zu bieten hat. Zwei Flugtickets, 14 Tage Vollpension in einem Hotel in Maspalomas oder so ähnlich. 14. Vollpension. Hast du das gehört? So viel zum James Dean vom Schlachthof. Also irgendwie ist der Solo nicht mehr das, was er mal war. Findest du nicht? Weihnachten in Garmisch, Komet. Weißt du, was das heißt? Chefsekretärinnen. Geschiedene Frauen. Verzweifelte Frauen. Keine über 35. Diese Dankbarkeit. Was meinst du, was da los ist, wenn zwar so Desperados wie der Solo und ich mit einem Gefühl fürs Böse, der Solo und ich, da neibrechen? An Weihnachten, an dem Fest der Verzweiflung. Ich sag das, da können wir uns vor Adoptionsangeboten überhaupt nicht mehr retten. Und abends um 10 Uhr raus aus der Sauna, von vorher rede ich nicht, und rein ins Spielcasino. Und wann ist die Premiere von dem Stück, was du jetzt erzählst? Das ist kein Stück, Komet. Das ist das Leben. Aber dieser Aff, der muss auf die Kanarischen Inseln fliegen. Wirklich. Image beim Teufel. Keine Aussicht auf Alternative. Doch. Weihnachten im Kreis der Familie. Originalton von der Paula. Was? Aber ihr wollt jetzt doch eine Feier machen, oder? Das haben wir mir auch gedacht, bis vor 5 Minuten. Aber da muss mir was einfallen. So wie voriges Jahr mache ich das nicht mehr mit. War es denn so schlimm letztes Jahr? Noch viel schlimmer. Servus. Servus. Stellt euch einmal das vor. Au. Natürlich hat er auf dem Weg einen getroffen, der ihm erzählt hat, wie wahnsinnig billig auf die Kanarischen Inseln Lederjacken sind. Und da hat er die 2 Mille vermehren müssen. Logisch, dass die arme Frau jetzt mit einem Nervenzusammenbruch im Bett liegt. Ja, logisch. Logisch ist nur, dass mir Geld, das vom Kadasteramt kein Glück bringen kann. Bin ich schon spät dran, oder was? Frohe Weihnachten zuerst einmal. Also viel. Hast du heute einen Hurro? Hä, Seppi? Du geh. Ja. Ich will für auch noch neu, gell? Jahrzehnter! Ich denk, du bist zu deiner Tochter noch mal draußen. Nachdem mich der Schwiegersohn zum dritten Mal gefragt hat, bevor ich jetzt zu einem Reihenhaus dazuzahlen möchte, da bin ich abgehaut. Das war ein kostspieliges Weihnachten geworden. Das darfst du mir glauben. Grüß euch. Jetzt geht's einmal, ne? Geh weiter. Seppi. Komm. Und ich fahr trotzdem nicht mit nach Garmisch, wenn die Spielbahn nicht aufmacht. Ich hab ihn nicht bestellt. 50 Stück sind's. Wo ist das nachzählen? Aber wenn ich's euch sag, ich hab's nicht bestellt. Aber ich. Der hat das in den Keller runter. Bist du also da noch gekommen?
nachdem wir die ganze Arbeit gemacht haben. Na, freilich, das siehst du ja. Sei froh, dass ich das noch für dich organisiert hab. Das ist ja so über die Viertel. Fast das Ganze. In der Küche rotieren sie wie in einem Hexenkessel. Dabei geht alles aus. Da ist schon der Nächste. Nix da, wir sind erschlossen, die Gesellschaft. Kommen wir nach dem Feiertag wieder. Wir haben zu. Gemeiner Sepp, ich bin's, der Nagel. Also bei dem können wir nicht Nein sagen. Okay, der kauft doch irgendwo im Tessin umeinander. Jetzt machen wir einen Punkt. Wenn du nicht aufmachst, mach sie. Einen Nagel müssen wir uns warm halten. Frohes Fest. Frohes Fest. Wie läuft's, Sepp? Am Ort Stimmung. Ist dein Klient im gesündesten Klima wieder lebendig geworden? Oder ist dein Geschäft gestorben? Mein Geschäft stirbt erst dann, wenn niemand mehr stirbt. Also nie. Ich freue mich jedenfalls, dass du gekommen bist. Geh mal dabei da rein. Kennt ihr nicht nach? Ach, du freust dich. Verstehst du immer noch nicht? Die Monate sind eingeladen. Eingeladen! Wer in diesem Hause isst oder trinkt, muss zahlen. Das ist ein Naturgesetz, das ist ganz normal. Ja, und von wem soll ich was verlangen? Und wie viel? Den habe ich doch ein Mordsmenü versprochen. Ich hab sie eingeladen. Außerdem weiß ich gar nicht mehr, wen ich eingeladen habe oder nicht. Das ist eigentlich dein Problem. Aber Gott, mir fällt schon was ein. Ich halte jetzt eine Rede, und dann wirst du das schon sehen. Ja, und ich bin der Planierte. Ja, freilich. Aber alle noch besser wie alles zahlen, gell? Ruhe! Mamari! Liebe Freunde, Leute aus unserem Viertel, heute ist Weihnachten, heiliger Abend. Und an dem Tag, der was ganz besonders ist, wollten wir auch was Besonderes für euch machen. Eine Feier. Zum Dankeschön sagen für alles, was ihr für uns da habt in der letzten Zeit. Doch, doch, doch. Ich weiß jetzt erst, was ich an euch hab. Der Sepp, der Komet, sagt alleweil, dass wir hier ein ganz besonderes Viertel sind. Ein Dorf im Millionendorf. Ein Dorf, wo es noch ein Gefühl gibt für die Gemeinschaft. Und dass das wirklich so ist. Das habe ich jetzt gesehen. Wir brauchen da kein Garmisch und kein Kitzbühel, kein Berg und kein Schnee, kein Hawaii und kein Ibiza, kein Sonne und kein Meer. Uns klangt's, wenn wir unser Viertel haben. Uns klangt's, wenn wir uns haben. Und das muss uns und vor allem auch. Aber ihr wollt jetzt doch eine Feier machen. Das haben wir auch gedacht, bis vor 5 Minuten. Aber da muss mir was einfallen. So wie voriges Jahr mache ich das nicht mehr mit. War's denn so schlimm letztes Jahr? Noch viel schlimmer. Servus. Servus. Stellt euch einmal das vor. Ich mit der Paula allein in der alten Wohnung. Der Christbaum brennt. Wachs tropft auf die mit dem schwarzen Bantel verzierte Fotografie von eurem Papa. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich Zeit habe. Ich muss wahrscheinlich arbeiten. Nix da, ich brauch euch. Weihnachten wird gefeiert und zwar hier in dem Saal, das sind wir unserem Viertel schuldig. Und von mir aus ohne die Paula. Und ihr helft alle mit. Es wird alles durchorganisiert. Ohne richtige Strategie kein richtiges Weihnachten. Die Sache ist doch ziemlich einfach. Wenn 2 am Christbaum rumhocken, sind sie trotzdem allein. Wenn aber 20 die allein sind, um den Baum rumhocken. Du bist 20 gut für die Leute allein. 10 lange auch schon. Nicht? Und gefeiert wird nicht in einem Raum, der voller Erinnerungen ist, sondern hier in einem Raum, der praktisch voller Platz ist, oder? Ja, genau. Das wolltest du sagen, glaube ich. Ah, du geh jetzt. So. Also, der Hanse ist für die Dekoration und für die musikalischen Sachen verantwortlich. Und der Rest, der werkelt in der Küche rum.
unter deiner Aufsicht, Gerti. Und ich bin der Oberkellner. Und was servierst? Ja, was du kochst. Wer war denn von uns in der Hotelfachschule? Ich nicht. Das muss aber was ganz Besonderes sein. Ein Pfundsmenü, verstehst? Vielleicht ein Waller, blau. Und vorher Hirnsuppen, nicht? Und, fröhliche Weihnachten. Eben, das trifft's. Wortwörtlich. Ich hab fest mit dir gerechnet, Nagel. Du hast für mich eine sichere Bank. Das ist Tessin, komm, das hab ich dir doch erzählt. Eine Überführung auf dieser Entfernung und dazu noch erster Klasse. So, was ist lukrativer für mich? Tessin ist also der letzte Wort. Ja, für mich und für meine Kundschaft existieren keine Grenzen und keine Feiertage. Zeta, hier ist der Komet. Du sag mal, was machst denn du Weihnachten? Hä? Jeden heiligen Abend fährst du zu deiner Tochter. Und jeden heiligen Abend hast du einen Streit mit deinem Schwiegersohn. Na ja, fahr nur. Wir feiern. Wo? Ja, hier in der Freiheit. Ich wollte dich heute halt einladen, nicht? Aber fahr ruhig. Scheiße. Grüße, Dirken. Man möchte glauben, am 24. kommt nicht das Grüßkindl, sondern der Gerichtsvollzieher. Jeder haut in eine andere Richtung ab. Geh, was riechst du denn auf? Mir persönlich war Allerheiligen allerweil schon lieber. So, jetzt kommt Radl auch nicht drauf. Du, die Anne brauchst gar nicht anrufen. Die war noch jedes Jahr über Weihnachten verschwunden. Die feiert Weihnachten in Ländern, wo es kein Weihnachten gibt. Bei den Chinesen da unten oder bei den Türken, ich weiß nicht wo. Und jetzt sogar keiner. Zur Freiheit. Was? Ach so, ja, Moment, bitteschön. Da, für dich. Nagel? Ja, selbstverständlich, Schwester Tettlach. Komm ich sofort. Die neurochirurgische Klinik. Eine gute Kundschaft von mir. Hohe Mortalitätsquote. Ja, Schwester Tettlach, grüße an Herrn Professor. Weihnachten habe ich nicht vergessen. Bis dann. Das hätte ich denen gleich sagen können. Den hätten sie gar nicht operieren brauchen. Ein Gehirnschlag gestern Abend beim Fingerhageln. Ein Prügelmannsbett. 28 Jahre alt. Und ein passionierter Gewichtheber. Und dann bumm, bumm, bumm und aus. Wieso? Haben sie den erschossen? Ich hab's dir doch gesagt. Ein Gehirnschlag war's. Ach so, doin, doin, doin. Es ist frappierend, wenn unser eins alles überlebt. Vierte Nagel. Six, so hat er ausgeschaut, Komet. Was? Grüß dich, Sepp. Grüß dich. Du, kann ich bei dir mal telefonieren? Was denn da? Warst du gerade beim Rotzeit machen, oder? Ja, geh schon mal eine halbe ein. Das seit 4 Wochen. Und ich bin mit den Kindern allein. Mit wem? Ja, mit meinen Kindern. Du sag einmal, was machst denn du Weihnachten? Meinst du, dass wieder zurückkommt bis Weihnachten? Das ist mir jetzt auch schon wurscht. Na, kommst du am Heiligen Abend zu uns? Ja, und meine Kinder? Kinder? Das ist das Einzige, was ich bis jetzt übersehen hab. Ja, Weihnachten ohne Kinder. Was wird sein? Der Sepp, der Komet, hat euch ein solches Riesenessen besorgt. Hat alles so schön hergerichtet, so schön gemacht. Jetzt denkt da auch mal dran. So eine Gemeinschaft, das sind viele, aber das ist auch jeder Einzelne. Ihr seid heute alle eingeladen. Bei Weihnachten ist. Aber bei alles, was kostet. Und jeder von uns kann doch am besten unterscheiden, was eine gute und was eine schlechte Kuh ist.
macht's heute einmal selber euren Preis. Zahlt's, was euch wert ist und was zahlen könnt's. Da brauchen wir gar nicht mehr lang reden. Ich kann mich doch verlassen auf euch, oder? Also in diesem Sinne, fröhliche Weihnachten! Paula, oh Paula, wir fangen jeden Tag von vorn an. Das Einzige, was zählt auf der Welt, ist ein Geld. Für meine Kundschaft existieren keine Grenzen und keine Feiertage. Zenta, hier ist der Komet. Du sag mal, was magst denn du Weihnachten? Hä? Jeden heiligen Abend fährst du zu deiner Tochter. Und jeden heiligen Abend hast du einen Streit mit deinem Schwiegersohn. Na ja, fahr nur. Wir feiern. Wo? Ja, hier in der Freiheit. Ich wollte dich halt einladen, nicht? Aber fahr ruhig. Scheiße. Grüezi, Dirken. Man möchte glauben, am 24. kommt nicht das Grüßkindl, sondern der Gerichtsvollzieher. Jeder haut in eine andere Richtung ab. Geh, was riechst du denn auf? Mir persönlich war Allerheiligen allerweil schon lieber. So, jetzt kommt Radl auch nicht dran. Du, die Anne brauchst gar nicht anrufen. Die war noch jedes Jahr über Weihnachten verschwunden. Die feiert Weihnachten in Ländern, wo es kein Weihnachten nicht gibt. Bei den Chinesen da unten oder bei den Türken, ich weiß nicht wo. Da meldet sich gar keiner. Zur Freiheit! Was? Ach so, ja, Moment, bitteschön. Da, für dich. Nagel? Ja, selbstverständlich, Schwester Tettlach. Komm, ich sofort. Die neurochirurgische Klinik, eine gute Kundschaft von mir, hohe Mortalitätsquote. Ja, Schwester Tettlach, grüße an Herrn Professor. Weihnachten habe ich nicht vergessen. Bis dann. Das hätte ich denen gleich sagen können. Den hätten sie gar nicht operieren brauchen. Ein Gehirnschlag gestern Abend beim Fingerhageln. Ein Prügelmannsbett, 28 Jahre alt. Und ein passionierter Gewichtheber. Und dann, bum, bum, bum und aus. Ich mit der Paula allein. In der alten Wohnung. Der Christbaum brennt. Wachs tropft auf die mit dem schwarzen Bantel verzierte Fotografie von eurem Papa. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich Zeit habe. Ich muss wahrscheinlich arbeiten. Nix da, ich brauche euch. Weihnachten wird gefeiert und zwar hier in dem Saal. Das sind wir unserem Viertel schuldig. Und von mir aus ohne die Paula. Und ihr helft alle mit. Es wird alles durchorganisiert. Ohne richtige Strategie kein richtiges Weihnachten. Die Sache ist doch ziemlich einfach. Wenn zwei am Christbaum rumhocken, sind sie trotzdem allein. Wenn aber 20 die allein sind, um den Baum rumhocken. Du bist 20 wutfremde Leute allein? 10 ich lange her schon. Nicht? Und gefeiert wird nicht in einem Raum, der voller Erinnerungen ist, sondern hier in einem Raum, der praktisch voller Platz ist, oder? Ja, genau. Das wolltest du sagen, glaube ich. Ja, du geh jetzt. Also, der Hanse ist für die Dekoration und für die musikalischen Sachen verantwortlich. Und der Rest, der werkelt in der Küche rum, unter deiner Aufsicht, Gerti. Und ich bin der Oberkellner. Und was servierst? Ja, was du kochst. Wer war denn von uns in der Hotelfachschule? Ich nicht.
Zwischen der Anschlussstelle Nord und dem Brunnthal-Dreieck stehen der Verkehr wegen eines Unfalls auf Höhe der Auffahrt Ottobrunn. Im weiteren Verlauf der Autobahn München-Salzburg mit Fahrtrichtung Salzburg dichtes Verkehrsaufkommen bis zum Inntal-Dreieck. Am Irschenberg hat sich auf einer Länge von 10 Kilometern ein Stau gebildet. Diese Narren! Wir machen weiter in unserer Sendung mit Vorwahl. Der einzige freie Tag im Jahr. Stundenlang in ihre gestingerten Blechkisten auf der scheiß Autobahn. Nicht für viel Geld darf ich auf Weihnachten fortfahren. Am 24. werde in der Früh um 10 Uhr zugesperrt. Dann muss er Ruhe sein. Ja, mindestens. Wenn wir um 6 Uhr wieder aufmachen. Wir müssen alles vorbereiten, nicht? Und dekorieren. Den würde ich sehen, ich werde das keine kleine Feier. Was für eine Feier? Na, unsere Weihnachtsfeier. Vor ein paar Wochen haben wir doch drüber geredet, dass wir an Weihnachten unser Viertel zur Feier einladen, was uns so geholfen haben. Im Einstand. Na, an Weihnachten, na, da möchte ich mehr Ruhe haben. Da setzen wir uns alle schick gemütlich zusammen. Außerdem ist ja auch die Gerti da und der Hans ist auch da. Da gehe ich doch nicht in die Wirtschaft rein. Ja, und die anderen? Geh, das glaubst du selber nicht. Dass einer von denen unbedingt bei mir in der Wirtschaft Weihnachten feiern will. Hast wieder gerechnet, gell? Na, diesmal hat das mit Geld überhaupt nichts zu tun. Wir bleiben daheim und du kommst zu uns. Wenn du das noch 50 Mal spielst, ich fahr nicht mit nach Garmisch. Solo, das ist das Dümmste mit Abstand, was ich seit langem von dir gehört habe. Das passt nicht zu deinem Image und das passt auch nicht zu deinem Charakter. Dumm, dumm sagst du. Dumm war lediglich, was wir zwei letztes Jahr miteinander gemacht haben auf Weihnachten. Nach Kitzbühel fahren zum Weiber aufreißen am heiligen Abend. Wo nicht einmal das Casino offen war. Das war wenigstens unser Stil. Komm mit, ich kann nicht mehr. Sag du einem, wie du auch warst. Ich kenne ihn bloß als Solo. Eben. Und jetzt fliegt dieser Aff auf die Kanarischen Inseln. Zu zweit im Duo, als Solo. Mit einer geschiedenen Sachbearbeiterin vom Katasteramt. Ich bin noch besser, als wir am heiligen Abend nach Garmisch fahren zum Weib aufreißen. Oder? Kommt drauf an, was so eine Sachbearbeiterin zu bieten hat. Zwei Flugtickets, 14 Tage Vollpension in einem Hotel in Maspalomas oder so ähnlich. 14. Vollpension? Hast du das gehört? Mhm. So viel zum James Dean vom Schlachthof. Also irgendwie ist der Solo nicht mehr das, was er mal war. Findest du nicht? Weihnachten in Garmisch, Komet. Weißt du, was das heißt? Chefsekretärinnen, geschiedene Frauen, verzweifelte Frauen, keine über 35. Diese Dankbarkeit. Was meinst du, was da los ist, wenn zwar so Desperados wie der Solo und ich mit einem Gefühl fürs Böse, der Solo und ich, da reinbrechen? An Weihnachten, an dem Fest der Verzweiflung. Ich sag das, da können wir uns vor Adoptionsangeboten überhaupt nicht mehr retten. Und abends um 10 Uhr raus aus der Sauna, von vorher rede ich nicht, und rein ins Spielcasino. Und wann ist die Premiere von dem Stück, was du jetzt erzählst? Das ist kein Stück, Komet. Das ist das Leben. Aber dieser Aff, der muss auf die Kanarischen Inseln fliegen. Wirklich. Image beim Teufel. Keine Aussicht auf Alternative. Doch. Weihnachten im Kreis der Familie. Originalton von der Paula. Was? Meine Kinder, du. Ja, das ist ja wie ein Wirtsgarten ohne Kastanienbaum, du. Wie eine Wiesen ohne Wiesenwetter. Was denn, das gibt ein wunderbares Essen. Du kannst ein bisschen in der Küche mithelfen. Was der Bert, ich glaube, dass wir in dem Viertel eine spezielle Familie sind. Und zwar eine, die mehr aushält
für jede beim Standesamt registrierte. Schau, Frau läuft weg, Kinder ziehen weg. Du selber wärst alt und marot. Aber dieses Viertel, unser Viertel, das bleibt. Und gibt dir immer das Bewusstsein, dass du nicht allein bist. Nicht einmal an Weihnachten. Wer kommt denn dann von unserer Familie? Einen ganzen Haufen kommen. Naja, der Paragrafenfritze hat bis jetzt zugesagt. Na, vielleicht grabst du einen aus. Wer zwischen der Thalkirchen und der Lindwürnstraße wohnt, der ist ja automatisch eingeladen. Bloß haben wir ja genug, weil über Feiertag ja viele wegfahren. Ja, und wann soll ich dann kommen mit meinen Kindern? Ja, sagen wir um 5 Uhr, nicht? Und bringt ruhig eure Geschenke mit. Die legen wir dann auf den Tisch. Aber einen Namen draufschreiben, dass es keine Verwechslung gibt. Weißt, das kommen nämlich noch einige. Mehrere, nicht? Weißt schon. Schaut euch diese Prachtexemplare an. Ich hab gar nicht gewusst, dass es bei uns denn sowas gibt. Was ist denn mit der Hirnsuppe? Klarer Fall. Ich hab gar nicht gewusst, dass du auch noch was anderes kannst als gerichtsmäßig der Herrin Fritze. Für mich ist das ganze Leben ein einziger Prozess, den man nicht gewinnen kann. Also muss man auf einen möglichst vorteilhaften Vergleich hinarbeiten. Was hat das mit dem Kocharzt da? Schau, das Kolbschen zum Beispiel. Es ist für mich im Moment der Grundzeuge der Gegenpartei. Wie geht man vor? Zunächst entferne ich die unsichtbare Hülle aus persönlichen Ressentiments, gewollten Gedächtnislücken und armseligen Schutzbehauptungen. Und wenn das Ganze dann dermaßen demoralisiert vor mir liegt, sind auf jedem Gebiet dieselben. Also der Baum steht. Zwei die Kugeln. Ne? Schön, okay, machen Sie. Komm, Mensch. Also irgendwie kriegt mein Bruder immer den bequemsten Posten. Ja, so hast denn du keine Arbeit? Wieso? Wenn eh niemand kommt. Bis jetzt sind wir 4. Die Mutter wirst du wohl noch dazu rechnen. Weiß, ob die überhaupt kommt. Die kommt. Das Fest findet statt, auch wenn es nicht kommt. Und selbst wenn es kam, dann waren wir zu fünft. Das macht für jeden genau einen Waller. Der Herbert kommt und der bringt 3 Kinder mit. Ich glaube, ich schaue mal, wo der Hansi den Baum hingestellt hat. Servus, Herbert. Grüß euch, Kinder. Grüß dich, Sepp. Hoffentlich kommen wir nicht spät. Könnt ihr schon nicht mehr warten, ne? Ja, was ist denn? Ja, was hab ich denn gesagt, daheim, ihr Stoffin, hä? Frohe Weihnachten, sollst du. Sag's es selber. Möchtest gerne einen Grüß beim Herrichten, hä? Dann geht's raus zum Hansi und helft sie am Lametten auf da. Aber legt sie eure Backel in den Gaststum auf den Tisch. Sepp, hm? Nicht einmal heute hat's angerufen. Ach so, du meinst, Herbert, vergiss für ein paar Stunden deine Kalamitäten. Nur keine Depressionen am Heiligen Abend, haben wir geschworen. Pass auf, du, wir machen uns jetzt einen Bunsch, von dem noch Generationen reden werden. Für die Paulus-Regiment in der Küche. Die holen wir erst, wenn alles fertig ist. Ja, schon wieder jemand. Ja, wie viel werden sie nachher den ganzen Tipp? Na ja, zugesagt haben nicht viel, aber wissen Sie, dass ja jeder da nicht mehr schürzen mit. Ja, Anni, ich denke, du bist nach Dings gefahren. Das ist nur lang kein Grund, dass ich nicht zu deiner Weihnachtsfeier komme. Ja. Du nicht, der Solo. Solo komm einer. Sonst erfriert er uns noch. Ja, Solo, du bist nicht geflogen? Geflogen ist er schon. Aber aus der Wohnung von seiner Sachbearbeiterin. Man muss einen Menschen halt erst besser kennenlernen, bevor man
mit ihrem gemeinsamen Urlaub plant. Hast du mir das Weib vorgestellt, hätte er da auf den Schlag sagen können, was das für ein Kaliber ist. Du. Ja, ich. Geh, komm mit. Nicht er hätte sie, sondern sie hätte ihn besser kennenlernen sollen. Dann hätte es einem Solo nicht 2.500 im Bar geben, damit er ins Reisebüro geht und die Unterlagen holt.